Was? Die Map ist doch wunderschön. Ich habe auch nichts gegen das Aussehen gesagt. Doch. Du hast gesagt, die ist voll hässlich. Die ist voll voll übersichtlich, voll easy zu spielen. Du hast gesagt, sofern wir auf die Map spielen, bringt uns der Killer Safe nicht im Keller. Es sei denn, wir fallen genau davor. Was ich nicht alles gesagt habe. Und ich hab gesagt, ich sitze hier an einem brennenden Totem und mach das jetzt einfach mal, okay? Okay. Mal gucken, ob wir jetzt alle tot sind, instant sterben wir jetzt so. Puff! Oder auch nicht. Hatten wir Ruinen oder so? Wir sind ja nicht. Ich weiß es auch nicht. Hab noch nicht am Gen gesessen. Hab ich hier Platz da mehr bekommen. Jay hat sich da so breit gemacht. Hat mich da nicht rangelassen. Wir haben übrigens eine Spirit, ja? Oh, okay. Cool, dass ich ohne Bedenken den Totem kaputt gemacht habe. Super. Komm, du müsstest dich doch jetzt langsam freigewickelt haben. Ich werd ganz nass hier, ey. Warum? Weil ich draußen bin. Und du treten. Ich werde gerade drüber gucken, um zu gucken, wo du bist, aber ich bin ja diejenige, die gerade streamt, nicht du. Ja, Anfängerfehler. Ist mir auch schon so oft gegangen, wenn Fleur gestreamt hat und dann danach ich irgendwann gestreamt hatte. Na, ich hab immer geguckt, wo Fleur ist und dann so, ach scheiße, ich streame ja heute. Ja, DJ, die streamt wieder. Oh, eine Miezekatze. Den am Schwanz ziehen hier. Möp, möp. Wäre so geil, wenn man hier so lang rennt. Hier so eine Schranke wäre und man rennt hier so lang und dann kommt der einfach 3 Schritte nach vorne geprescht. Wäre geil. Einfach so als Jumpscare. So wie bei der Schule, wo die Leiche aus dem Schrank fällt. Ne, du rennst einfach durch eine Tür und dann schießt unten eine Figur um eine Ecke kurz rum oder so. Würde schon recht cool finden. Aber die ist auch nicht immer da oder an verschiedenen Türen, also so random platziert. Damit man sich da nicht drauf einstellen kann, dass da immer diese dumme Krähe rumspringt. Apropos dumme Krähe, die ist gerade hinter mir. Eventuell war sie gerade hinter mir. Okay, die ist immer noch da. Jay, willst du mich nicht retten? Uff.
du hast daneben gehauen. Hihi. Ich hab bloß nicht damit gerechnet, dass sie daneben hauen. Ja, das tut jetzt immer, ne? Felix ist hier bei mir. Oh. Ja komm, heim mich weiter. Was ist denn los mit dir? Warum rennst du denn jetzt weg? Alter, du blockst mich. Oh, diese Leute, ne? Was ist mit denen? Ja, ich wäre fertig geheilt, hätte er mich gleich geheilt. Und jetzt steht hier der Killer quasi nur eine Etage unter mir und bin gerade mal so zum Viertel geheilt. Hast du hier mein Gen fertig gemacht? Nee. Hey, lass hinter der anderen her. Mach hier den Gen. Hier. Bin noch hier, aber. Oh, die hat tatsächlich noch Ruin. Ja, ja, hat sie. Auf jeden Fall. Ja, ich bin auf der anderen Seite ganz oben. In der ersten Raum drinne. Ich muss hier weglaufen. Der ist hinter mir her. Konnte ich ja wohl schlecht abfahren. Bin ich draußen, ey. Ach so, jetzt wird er abgehangen. Scheiße. Wie weit war dein Gen hier hinten? Seite komme ich nicht in deine Richtung, ne? Bitte? Boah, von der Seite kam ich nicht zu dir, glaube ich. Hier durch? Hier durch? Ist der Keller? Hier durch? Hier durch? Hey, na? War gar nicht schwer hierher zu kommen. Können die nicht einen Gen fertig haben? Nicht, dass die an den Gen gearbeitet haben. Nee, nee. Wow, was ist das für ein Leck? Ich bin schon so viel rumgelaufen, ich habe kein Typen mehr gesehen. Eventuell bin ich in die Rahmen gerannt. Hast du langsam mal einen Gen fertig? Nee. Ich weiß gar nicht, wo der Keller ist.
die mich zum Keller bringt, bis ich beide will. Kannst du dich? Du hast gar kein Adrenalin. Nee, hast du Gen-Perk drin, oder? Nö. Oh. Schrank-Perk drin. Hier, Tor ist drei Viertel offen. Wo du da liegst? Wo ich hier liege, das ist... Scheiße, bin auf der falschen Seite. Ja, wenn ich werde erstmal liegen, hängen. Liegen, klar. Sollte lieber erst das Tor hinten öffnen. Nein! Ich bin dabei. Ich glaube, der hat nicht das Tor geöffnet hinten. Da fehlt noch voll viel am Tor. Wo bist du, Jay? Ich bin hier. Boah. Ich dachte so, ich bin voll am Rand, aber dabei ist. Musste ich dann noch 50 Meter laufen, bis ich rausgehe. Hätte sie mich getroffen, dann hätte sie mich getötet.